Du kennst vielleicht diesen Moment. Du schreibst mit deiner Frau, es läuft recht gut. Und dann stellt sie dir scheinbar aus dem Nichts eine Frage und stellt dich damit auf den Prüfstand. Zum Beispiel, wie groß bist du? Wenn dir eine Frau eine Frage stellt, bei der du denkst, du müsstest dich jetzt ihr beweisen, dann ist es egal, welche Frage sie dir gestellt hat. Es gibt eine universelle Antwort, die es ihr beweist, dass du attraktiv bist. Sei es, wie groß bist du, was machst du beruflich oder warum bist du auf Tinder? In diesem Video erfährst du, was diese universelle Antwort ist und wie du die Frau komplett von dir überzeugst. Vor einer Weile habe ich ein Video gemacht, in dem ich dir gezeigt habe, wie du auf die Frage, wonach suchst du auf Tinder, antworten kannst. Nun, das war nur eine von vielen Möglichkeiten, mit so einer Situation umzugehen. Die meisten Männer, die sich bei mir für ein Coaching bewerben, haben Schwierigkeiten damit, locker und leichtherzig mit einer Frau zu flirten. Natürlich hat das nichts mit ihnen als Person zu tun, sondern das sind einfach lediglich ein paar Filter, die wir uns im Laufe unseres Menschenlebens selber gesetzt haben, wo die Umgebung, unsere Eltern und die Gesellschaft uns gesagt hat, das macht man nicht. Und natürlich sollten wir zwei diese gesellschaftlichen Konventionen mal ordentlich unter die Lupe nehmen. Machen die denn überhaupt Sinn? Beim leichtherzigen Flirten dreht sich fast alles um verrückte Fantasien. Um leichtherzig zu bleiben, nimm also gerade mal die Hälfte von dem, was sie sagt, wirklich ernst. Du bekommst gleich diesen einen universellen Satz, aber davor ist es unbedingt wichtig, dass du verstehst, worauf die Dynamik ankommt. Als allererstes die Energie dahinter. Wenn du denkst, dass sie dich testet, dich auf den Prüfstand stellt, dir eine Frage stellt, um herauszufinden, ob du auch gut genug bist, dann antworte niemals in erster Instanz mit der korrekten, logischen Antwort. Nein, beim Flirten geht es um das Herz und nicht um unseren Verstand. Darum schieb erstmal die logische Antwort für später auf. Das Schlimmste, was für eine Frau passieren könnte, hat rein gar nichts mit den Fakten zu tun, wie Größe, Einkommen oder sonst irgendetwas Messbares. Das Schlimmste, was für eine Frau passieren könnte, ist, wenn du langweilig bist. Und verdammt, ich bekenne mich schuldig, schon viel zu oft dieser Kerl gewesen zu sein. Das Schlimme ist, wir wissen oft gar nicht, ob wir langweilig rüberkommen oder nicht. Viele meiner Coaching-Kunden, die sich im Erstgespräch bewerben, erzählen mir, wie doch scheinbar alles gut lief. Sie hatten eine tolle Unterhaltung mit der Frau, sie hat ihnen immer wieder Fragen gestellt, auf die sie immer wieder brav geantwortet haben. Es lief doch alles gut. Ich habe doch alles richtig gemacht. Warum meldet sie sich jetzt nicht mehr? Aber sobald sie verstanden haben, wie Frauen denken und was Frauen verrückt nach dir macht, macht alles auf einmal Sinn. Was hat es mit der richtigen Energie auf sich? Die richtige Energie ist spielerisch, in der Tat sogar kindlich. Wenn du dir vorstellst, wie wir als kleine Jungen und Mädchen im Kindergarten miteinander gespielt haben, da haben wir uns noch nie solche Fragen gestellt wie, was wird sie denken, wenn ich jetzt zu ihr rübergehe? Ist es okay, wenn ich eine andere Meinung habe als sie? Oder darf ich dies oder darf ich das? Nein, wir sind damals ohne Angst aufeinander zugegangen, haben miteinander gespielt und haben uns gegenseitig geärgert. Und genau dieselbe spielerische Energie ist beim Flirten wichtig. Wenn ich dir jetzt also genau sage, was du auf ihre Tests antworten kannst, dann nimm ruhig diesen Satz als Inspiration. Verwende ihn, aber verstehe, dass es an dir liegt, ihr nicht sofort auf alles logisch und analytisch zu antworten, sondern du sie die Hälfte der Male auch einfach ärgern darfst, ein wenig aufziehst und das Ganze ins Lustige, Absurde oder in eine verrückte Fantasie ziehst. Und ich weiß, dass du das kannst, denn genauso bist du doch auch bei deinen Kumpels. Also lassen wir doch diese ganzen Filter, dass du etwas bei einer Frau nicht darfst, vielleicht einfach mal vor der Tür. Du darfst, sie möchte das. Damit zeigst du deine Leichtherzigkeit und unterscheidest dich von den ganzen anderen Kerlen, die sie jetzt auf ein Podest heben würden oder sie logisch entertainen würden. Und das Geniale, wenn du beides sein kannst, ehrlich, treu, zuverlässig und ein guter Mann, und du kannst selbstbewusst und voller Liebe und Leichtherzigkeit mit ihr flirten, ja, dann bist du der eine Mann unter Tausenden. Und sie wird völlig verrückt nach dir werden. Abgesehen davon, dass ihr zwei natürlich auf Augenhöhe seid und du dich ebenfalls für sie entscheiden kannst. Zweitens, was du sagen solltest. Egal welchen kleinen Test sie dir gibt, mit welcher Frage du dich jetzt scheinbar beweisen musst, sei es, wie groß bist du, was machst du beruflich oder was suchst du auf Tinder, antworte, fragst du mich gerade, ob du schon durch mein Raster gefallen bist? Keine Sorge, ich finde dich immer noch süß. Sonst hätte ich schon aufgehört, mit dir zu schreiben. Und dann setz ruhig noch ein Haha oder ein Lachsmiley dahinter, damit sie sieht, wie leichtherzig es gemeint war. Ich weiß, es ist manchmal komisch, Emojis zu verwenden, aber aufgrund der limitierten Kommunikationsform per Textnachricht helfen diese Bilder. Also schick ihr noch ein Haha oder eben ein lustiges Lachsmiley. Denk dran, die Prämisse ist, dass sie durch deinen Test hätte durchfallen können. Du drehst die Dynamik komplett auf den Kopf. Du entscheidest, ob sie etwas für dich ist oder nicht. Amüsiere dich ein wenig mit ihrer Antwort und dann sag ihr,
Nun ja, du kannst mir gerne deine Checkliste in zweifacher Ausfertigung schicken und ich fülle sie dir aus. Oder wir können einfach etwas trinken gehen und du findest es selber heraus. Kleine Tests wie diese sind bei Frauen oft einfach nur getarnte Flirtversuche. Sie mag dich. Sie will wissen, ob du locker genug bist, dir auch mal einen Spaß zu gönnen, ob du Selbstvertrauen hast und sie nicht zu ernst nimmst. Und danach wird sie regelrecht deine Aufmerksamkeit suchen. Du kannst es auch alleine versuchen. Aber wenn du dir nicht zu schade bist, um Hilfe zu fragen, diesen roten Faden, den kann ich dir geben. Es ist jetzt im Moment so, dass ich, würde jetzt sagen, so über den Daumen 6 Chats habe, die richtig gut laufen. Wir haben auch 4 Sex. Ja, also das ist schon ziemlich cool. Ja, das ist für mich halt wichtig, diese Gefühlssache, dass ich vom Gefühl her das immer Klick gemacht hat. Da kommt ihr in den Status, wo ihr gar nichts tun musst. Wirklich gar nichts und es geht dann auf einmal. Wirklich, ich habe das selber nicht geglaubt. Ja, also Instant Sex und Instant Quickie oder sowas. Ja. Aber es war total geil, was ich erlebt habe. Und auch wenn wir versucht haben, ein bisschen zu schlafen, hat sie weiter meine Nähe gesucht und meine Hand gehalten beim Schlafen. Wenn du mit mir sprechen möchtest, brauchst du nur auf diesen Link zu klicken. Dann informier dich, schau, wie dieses Erstgespräch erstmal abläuft. Und wenn du möchtest, hören wir uns bald. Und wenn nicht, dann ist es auch okay.